I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2 von der Map Lemmental V3 mit dem Scania City White mit einem schicken Lemmental Repaint und ja, toll, OMSI lad mal vor, richtig, vor uns steht ein Citaro G, auch ein Lemmental Repaint, der wird dazu geliefert und ich hatte heute vor, die Linie 452 zu fahren, die oh, der Bus vor uns hat auch schon Linie 452 geschildert, wie ich sehe. Ja, ob das jetzt so toll ist, weiß ich auch nicht. In 1624 den Bus nehmen wir mal. So. 1624 fahren wir also ab. Dann müssen wir erstmal hier gucken, dass wir es hier auf die Reihe kriegen. So, erstmal den Bus anschalten, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Ja, der muss erstmal vorladen hier. So, dann 96 91 18 05, perfekt. Dann Linie 400 4 5 2 0 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
so jetzt komplett einschlagen hier, sonst habe ich da gleich die Fahrgäste. Ah! Und wir, die steigen jetzt nicht ein hier. Ah! Oh! Zu dunkel, dagegen kann man aber noch was machen. So hier vielleicht. So, dann... Oh, wir haben schon 24, dann haben wir Abfahrt. Dann schalten wir uns noch die Pfeile ein, damit wir sehen, wo es lang geht. Und warten, bis der Vorratsdruck wieder da ist. Ja gut, das kann jetzt kurz dauern. Aber es ist schon ein schöner Bus. Das muss man hier mal so sagen. Hat der Altair wirklich sehr schön umgesetzt. Und auch Scania, wenn man es mal so betrachtet. So. Dann können wir abfahren. Nächste Haltestelle, Lemmental-Altborner Weg. Nächste Haltestelle, Lemmental-Altborner Weg. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 457 und 459. Aha, eine Ansage, ja. Von Mozart gesprochen natürlich. Kennt man ja von der Map Lemmental. So, dann wollen wir hier erstmal aus der Ausfahrt raus. Oha, also jetzt geht's auf die große Straße, ne? Oh, da kommt schon was. Kommt von rechts was? Hoffen wir nicht. Nächste Haltestelle, Lemmental-Altborner Weg. Nächste Haltestelle, Lemmental-Altborner Weg. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 457 und 459. Das war ja schon eine etwas längere Ansage, würde ich sagen. So, ich dachte schon, der Achtraum hat sich aufgehört, aber das ist jetzt nicht so. Okay, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, dass da vorne ist Lemmental alt oder weg, also eine Haltestelle. So. Wir wollen sogar da welche einsteigen, das ist ja klasse. So. So, dann fahren wir erstmal weiter. Es sieht so aus, als würde Manni da einsteigen wollen, aber das ist ja leider nicht so. Okay, das war jetzt gerade schon so ein bisschen laggy hier. Naja. Ist ja inzwischen wieder gut. Oh, da steht ein Kollege. So, dann fahren wir mal weiter. Jetzt um die Grünen gerade. Das war die 459, glaube ich, gerade dort. Nächste Haltestelle, Stand. Lemmental Bonner Gürtel Theater. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 100 und 458 sowie zum Sightseeing-Verkehr. Ja, jetzt sind wir am Theatre oder Theatre oder wie auch immer, wie man das auch ausspricht. Und ja, wir teilen uns inzwischen mit vielen Linien hier die Haltestelle. Zum Beispiel, ich glaube auch mit der 459. Nee, die war dort vorne. Ist dort vorne abgebogen. Die 459, die sind wir ja schon mal im Let's Play abgefahren mit dem Diderot Euro 3. Für die Leute, die sich dran, die sich daran noch erinnern. Und ja, der fällt mir ein. Mehr haben wir, glaube ich, auch gar nicht als Aufnahmen so von Lemmental gemacht bisher. Wir fahren jetzt die 452. Und dann ist das ja erst die zweite Linie, die wir auf Lemmental fahren. Wenn ich mich nicht irre, ne? Das ist krass. Also ich dachte eigentlich, dass ich Lemmental
ein bisschen großräumiger abgefahren hätte, aber... Nächste Haltestelle, Lemmental Markt. Umsteigemöglichkeit zur Linie 100 sowie zum Sightseeing-Verkehr. Okay, na gut, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, wenn es nicht so ist, dann müssen wir mal hier ein bisschen, ich sag mal, aufrollen, die Maps. Wir haben jetzt Alheim gehabt, da habe ich nicht alles abgefahren. Wir haben Lemmental jetzt gehabt, da habe ich nur eine Linie abgefahren. Dann kommt, dann ist jetzt Städtedreieck V2 rausgekommen. Und ja, so langsam staut sich das halt ein bisschen an. Ne? Also da haben wir noch ein bisschen was abzufahren. Falls dann in der nächsten Zeit nichts kommen sollte von an Maps, dann wissen wir ja, was wir abzufahren haben, ne? So, jetzt gehst du erstmal um die Kurve rum. Ey, wieso stehen hier so viele Lastwagen rum? So viele LKW? Oh, da kommt noch einer, ja klar. Ich meine, warum nicht? Das Auto ist da zwischen den ganzen LKWs eingequetscht. Ja, gut, ne? Warum nicht? So. Oh, jetzt geht's runter. Okay, dann wären wir jetzt am Markt. So wie es ausschaut. Wo ist das so? Was ist so? So ein bisschen langsamer fahren hier, weil hier stehen viele Leute. Oh, was für eine riesen Anzeige da. So, dann können die jetzt mal einsteigen. Möchte hier überhaupt jemand einen Fahrschein haben? Nee, irgendwie nicht. Habe ich das überhaupt drin? Wartet mal kurz. Natürlich habe ich es vergessen, wie immer, ne? Kennt man ja. Kennt man das, ja. So. Sind alle drin jetzt, ja? Perfekt. Warte mal, ich wollte noch kurz die große Matrix-Anzeige zeigen hier. No Bus Stop. No Bus Stop. Ja, da steht unsere Linie dran. So. Oh, wir haben Rot. Rot für den Tod, richtig. Ja, dann warten wir mal kurz, bis wir irgendwann mal grün kriegen sollten. Was das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert. Wir haben ja Zeit. Grün! So. Dann... Oh, wir können sogar 60. So, dann müssen wir uns schon mal einordnen. Nächste Haltestelle. Lemmental Bonner Gürtel Post. Genau, hier. Auch da will jemand aussteigen, ja. Linke Spur. So, Junge. Komm niemand ran, das. Oh, 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 oh. Na gut. Ja. Passt noch. So. Gleich mal weiterfahren. Einmal links rum. So, jetzt müssen wir mal ordentlich hier anzuhalten. Ja, ganz ordentlich gehalten. Komm, das war okay. Warum habe ich denn eigentlich das Ding hier unten noch offen, ne? Nee. Nee, nee, nee. Ach, jetzt wollen sie Fahrschein haben, ja? Also. 15 haben wir. Tageskarte, wenn ich das richtig sehe, ja? Also, dann müssen wir erstmal auf zum Ticketverkauf. Tageskarte. Da. So. Dann gibt's 3,80 € zurück. Ha, fertig. Einmal alles schön abklappen. Na gut, wir haben die 5 Cent ausgelassen. Ach, scheiße, 5 Cent. So, dann machen wir nochmal kurz
hier gibt Thumbnail, wenn ich es hinkriege. So, jetzt aber. Möchte jetzt doch jemand aussteigen? So. Ich würde gerne weiterfahren. Ich glaube, wir haben noch ein ganz schönes Stück vor uns. So. Wow, wir sind hier ganz drei Linien. Die Linie 100 ist, glaube ich, die Sightseeing-Linie, oder? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also die Linie 100 müssen wir auf jeden Fall mal fahren. Und wenn es nicht die Sightseeing-Tour ist, dann müssen wir unbedingt mal die Sightseeing-Tour fahren. Nächste Haltestelle, Lemmental-Feuskamp, Vierbuchen. Umsteigemöglichkeit zur Linie 458. Feuskamp, Vierbuchen. Genau, dann werden wir jetzt auch schon wieder in einem anderen Viertel von Lemmental unterwegs. Das ist ja krass. Es geht ziemlich schnell hier voran. Einsteigen, nicht einsteigen, aussteigen. Mal gucken. Ich mache lieber auch mal hier die Tür auf. Ah, okay. Gut. Ach, hier ist ein Betriebshof. Da sieht man die Busse stehen. Oh, und eine Großfahrerhalle ist auch da. Wow. Wer hat, der hat, ne? So. Ja, wie gesagt, Lemmental, schicke Map, aber performance-lastig auf jeden Fall. Also, sieht man ja gerade schon wieder hier. Ich hatte... Okay, nächste Haltestelle, Lemmental-Kreisberg an der Zimthütte. Was? Lemmental-Kreisberg an der Zimthütte. Ist das das hier? Nein, das ist aber was anderes. Andere Station hier. Das heißt, ich halte da nicht. Hm, okay. Gut. Wo fahren wir? Ach, wir fahren hier rechts lang. Okay. Achtung, das Auto da. Nächste Haltestelle, Lemmental-Kreisberg an der Zimthütte. Das hat man schon. So. Achso, was ich erzählen wollte, ich hatte zwischendurch mal ziemlich viele, also ein ziemliches Problem mit Lemmental, denn ich hatte hier mal die Version, also das Update runtergeladen, die 3.0.2 Version war das dann, und da hatte ich dann durchgängig auf Lemmental nur 5 FPS, womit man natürlich nicht spielen kann. Jetzt habe ich wieder die Standardversion drauf, also die V3, die normale, und wie man sieht, jetzt geht's wieder halbwegs. So, und ich weiß nicht, gab's auch hattet ihr vielleicht dieselben Probleme? Also ich weiß auch nicht, wie ich es anders lösen sollte, ne? Ich habe es halt ständig versucht, aber das hat ja alles nichts gebracht. Und solltet ihr das gleiche Problem haben, könnt ihr das ja einfach mal in die Kommentare schreiben, und falls ihr eine Lösung gefunden habt, nächste Haltestelle, dann würde ich natürlich auch gerne wissen. Also, das wäre sehr nett von euch, würdet ihr was in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so ein Problem hattet oder halt nicht, ne? Okay, ich muss jetzt einfach mal so hier anhalten. So. Oh, hier vorne ist aber alles zugeparkt. Zugefahren. Oh. Autos, die im Kreis fahren, was ganz Tolles. So, ich fahre jetzt trotzdem mal. Muss ja halt warten, der andere da. Fährt
er mir aber hier auch wirklich direkt vor die Schnauze, ne? Ach du Kacke. Oh, ey, das ist ein Radius, ne? Also ganz ehrlich, das ist ja schon ein bisschen eng mit den Lastern und so, also, dass ich überhaupt gerade noch durchkomme, das ist ein Wunder. Ich habe gerade grün, ich muss fahren. So. Oh oh, da wird schon wieder rot. Lemmental-Rosenweg. Nächste Haltestelle, ah, nee. Lemmental-Feuskamp, Kirche. Also siehst du, jetzt sind wir in einem anderen Stadtteil, jetzt sind wir schon wieder in Feuskamp, ne? Also, das wechselt hier ständig. Ständig. So, einen Kinderfahrschein haben wir. Einzelfahrschein, ein Mäßigungstarif. Ja, richtig. Ey, wieso gibst du mir dann 10 Euro her? Ey, meine Fresse. Nee, nee, nee. 4 und ein 20er. Perfekt. So. Okay, na gut, dann. Ach so, jetzt kriege ich das gerade erst mit. Die Haltestellenbremse gibt's in dem Bus gar nicht. Das ist der Knopf für die dritte Tür. Oh. Ja, okay. Der, wenn du die Türen reinmachst, oder wenn ihr die Türen reinmacht, dann haut der automatisch die Haltestellenbremse rein. Der gute Spirat ist aufgefallen. Oh, jetzt geht's los hier. Mit den Frame-Einbrüchen. Nächste Haltestelle, Lemmental, Hohenmarkt, Rathaus. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 100 und 456 sowie zum Sightseeing-Verkehr. Okay, ja gut, ne? Ja, ist da das Rathaus. Das ist schon mal normal, wenn du hier ein bisschen schlechtere Performance hast. Ist halt so wie in Arnhem, als der Hauptbahnhof oder so. Oh, habe ich wirklich so weit weg vom Bussteig gehalten? Ach du Kacke. Oh, ja gut, da muss ich nochmal näher ranfahren beim nächsten Mal dann. Echt mal, Alter, ja, fahren.